Heute zeigen wir euch, wie ihr schnell und einfach eine Holz- und Möbelpflege auf Basis von Bienenwachs herstellen könnt. Bienenwachs verleiht Möbelstücken eine widerstandsfähigere Oberfläche und eine frische Optik. Zudem schützt Bienenwachs das Holz vor Feuchtigkeit. Für die Herstellung der Holz- und Möbelpflege benötigt ihr 100 Gramm Terpentinöl sowie 45 Gramm Bienenwachspastillen. Ihr könnt auch einfach Bienenwachsreste verwenden. Für die Aufbewahrung brauchen wir noch ein ausreichend großes Einwegglas. Wir haben alle Zutaten auch in der Videobeschreibung verlinkt. Gebt nun das Terpentinöl in euer Einwegglas. Im nächsten Schritt die Bienenwachspastillen hinzufügen. Schraubt jetzt das Einwegglas zu und lasst es für einige Tage stehen. Nach der vollständigen Auflösung des Wachses lässt sich das Gemisch für die Möbelpflege einsetzen. Falls sich das Bienenwachs nicht vollständig aufgelöst hat, einfach ein bisschen umrühren. Die Holz- und Möbelpflege lässt sich einfach anwenden. Mit einem glatten Tuch das Möbelwachs gleichmäßig auftragen. Saugende Stellen vertragen etwas mehr. An Stellen mit überschüssigem Wachs den Überschuss einreiben oder abnehmen. Mit einem trockenen Tuch das Möbelstück nachpolieren. Weitere Anleitungen findet ihr auf bienen.info.